Heute in der Sendung: Ist ziviler Ungehorsam bei Klimaprotesten gerechtfertigt? Und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil des 0511-Spezials zum Thema: Wie legitim sind Klimaproteste durch zivilen Ungehorsam? Wieder zu Gast die Aktivistin Pascal Seidler von Endgelände und Professor Dr. Jürgen Mahnemann, Theologe, Politikphilosoph und Direktor des Forschungsinstituts für Philosophie in Hannover. Schön, dass Sie heute wieder da sind. Bevor wir über die eigentlichen Themen sprechen, möchte ich für unsere ZuschauerInnen, die die letzte Ausgabe vielleicht verpasst haben, noch einmal auf Ihre Vermummung eingehen. Können Sie, Frau Seidler, noch einmal erklären, warum Sie eben nicht ohne diese Vermummung ins Fernsehen gehen? Das hat tatsächlich mit Eigenschutz zu tun. Also wenn man sich den Diskurs gerade anguckt und die rechtliche Lage, wird Klimaaktivismus immer mehr kriminalisiert. So, ich meine, unser eigener Bundeskanzler hat KlimaaktivistInnen mit 1933 in Verbindung gebracht, und da habe ich einfach nicht das Vertrauen in unser Rechtssystem, dass ich mich mit meinem Gesicht mit der Aktion in Verbindung bringen kann, leider, auch wenn ich ideell sehr dahinter stehe, einfach aus Repressionsangst. Aber glauben Sie nicht auch, dass es für Ihre Ziele, nämlich eben der Kampf für Klima- und Umweltschutz, einfach nicht dienlich ist, hier im Fernsehen eben mit dieser Vermummung aufzutreten? Bestimmt. Also bestimmt hat das auch Nachteile und es gibt da auch Kritik und das finde ich auch sehr valide, die anzubringen. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich da einfach zu große Angst habe, als dass ich das Risiko eingehen kann, beziehungsweise als dass ich das da jedem recht machen kann, mit meinem Gesicht dafür stehe. Außerdem ist ja auch die Frage, was ist daran radikaler? Nur weil ich mein Gesicht nicht zeige, heißt das jetzt ja nicht, dass ich anfange, Sachen durch die Gegend zu werfen oder Sachen kaputt mache. Das heißt einfach nur, dass ich mein Gesicht nicht zeige. Okay, dann wollen wir erstmal wieder weg davon kommen und hin zum eigentlichen Grund, warum Sie auch heute wieder hier sind, nämlich die Leinemarsch. Seit dem 4. Oktober wird die Leinemarsch durch AktivistInnen der Gruppe Ende Gelände besetzt, um den Ausbau des Südschnellwegs zu verhindern. Die Planungsarbeiten sind durch und es wird eigentlich nur noch darauf gewartet, dass tatsächlich die ersten Bagger anrollen. Die Frage, die sich, glaube ich, aber alle gerade stellen: Wie realistisch ist es denn noch, dass es tatsächlich eben noch zu einem Stopp der Bauarbeiten kommt? Herr Mahnemann, was denken Sie? Das hängt davon ab, was Sie unter realistisch verstehen. Es gibt ein Verständnis von realistisch, das bestimmte Parameter voraussetzt und sagt, unter diese Parameter bestimmen jetzt, was realistisch ist. Und da in diesen Parametern haben wir nur bestimmte Möglichkeiten, eigentlich kaum noch Möglichkeiten, etwas zu verändern. Ich kann aber auch diese Parameter verändern und dann habe ich nicht mehr plötzlich eine Politik, die auf sogenannten Realitätssinn fixiert ist, sondern dann taucht plötzlich Möglichkeitssinn auf, wenn ich die Parameter verändere. Und dann entsteht Bewegung. Dann erkenne ich vielleicht, dass ein Planfeststellungsverfahren, ein Feststellungsplan natürlich verbindlich ist, aber dass er verwaltungsjuristisch Ermessensspielräume enthält. Dann erkenne ich, dass es Möglichkeiten im Handeln gibt. Und die Chance, die jetzt darin liegt, ist zu schauen, welche Möglichkeiten haben wir und uns nicht von zu sehr von sogenannten vermeintlichen Realitäten binden lassen. Denn wir alle wissen, wir müssen neue Wege gehen. Und wenn wir krampfhaft an dem, was wir für real halten, festhalten, wird uns das nicht gelingen. Wie sieht das denn aus? Sind Sie tatsächlich für einen Stopp der Bauarbeiten oder sind Sie auch bereit, andere Möglichkeiten zu finden, Kompromisse zu schließen? Wir sind für einen Stopp von den Rodungen auf jeden Fall. Wir sind auch nicht nur für den Stopp von Rodungen von der Leinemarsch, sondern ein genereller Rodungsstopp in Deutschland. Was die Bauarbeiten angeht, ist es ja so, dass das Projekt gerade ein großes Ding ist. Sowohl die Brückensanierung als auch der Ausbau ist leider ein Projekt und gegen dieses Projekt stellen wir uns. Über die Brückenlösung könnte man jetzt diskutieren, dass die saniert werden müssen, das ist was wir sehen, das ist sicherheitstechnisch auf jeden Fall so. Aber selbst da kann man diskutieren, wie viel muss dafür wirklich gerodet werden, gibt es da andere Möglichkeiten? Und solange diese Diskussionen nicht geführt wurden,
werden wir uns gegen dieses Projekt stellen. Diese Diskussionen werden ja gerade aber auch schon zum Teil geführt. Vor ungefähr anderthalb Wochen hat der Verkehrsminister Olaf Lies nämlich zum runden Tisch eingeladen, an dem sowohl PolitikerInnen, aber eben auch AktivistInnen bzw. Gegner des Ausbaus des Südschnellwegs eben Platz genommen haben. Sie von Ende Gelände waren auch eingeladen, sind aber nicht erschienen. Woran liegt das? Genau, das liegt an zwei Punkten. Erstens war in der Einladung eine Anmeldung notwendig. Das heißt, jemand hätte seinen Personalausweis vorlegen müssen mit Name, Geburtsdatum und Adresse. Und ich meine, ich sitze jetzt hier so und müsste nicht mal meinen echten Namen sagen, da werde ich jetzt nicht ins Ministerium laufen und erstmal unvermummt mit Klarnamen da sitzen. Und der zweite Punkt ist, dass auch wenn die Diskurse, die Lies jetzt führt, vielleicht was Positives für die Leinemarsch bringen, was uns sehr freuen würde, macht Lies Politik, mit der sich Ende Gelände leider nicht so hinstellen kann und mit dem man, wo man diskutieren kann drüber. Das ist LNG-Politik. Und ich glaube, LNG ist jetzt ein zu großes Thema, um darüber auch noch zu diskutieren. Aber das waren so zwei von den Gründen, warum wir gesagt haben, wir wollen dann nicht in dieses offizielle Gespräch gehen. Der hauptausschlagende Grund tatsächlich der Personalausweis. Ich möchte doch ganz gerne einmal kurz auf diese LNG-Projekte schauen. Sie sagen ja ganz konkret, dass Sie eben zu Gesprächen bereit wären, wenn eben alle dieser LNG-Projekte in Niedersachsen gestoppt werden. Aber was genau haben denn diese LNG-Terminals eigentlich mit der Leinemarsch zu tun? Was fordern Sie denn eigentlich konkret? Genau, also ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen Ende Gelände und dem Barrio. Ende Gelände und Tümpeltown, das sind klar, Ende Gelände hat dieses Barrio mitgegründet, also das Barrio, das ist die Baumbesetzung, aber das ist nochmal eine eigenständige Gruppe. So. Und dieses Barrio ist für die Leinemarsch zuständig, sozusagen. Und das sind die, die auch zu Gesprächen dann eingeladen werden und das sind auch die, die letztens das Gespräch jetzt im Barrio geführt haben. Ende Gelände wurde jetzt zu diesem runden Tisch eingeladen. Und als Ende Gelände stehen wir vor allem auch mit dem Bündnis dahinter gegen LNG, gegen fossile Energien, gegen den ganzen Gasabbau und alles, was da gerade passiert. Und da können wir es, glaube ich, einfach mit den Werten nicht vertreten, da mit Lies in eine Verhandlung zu gehen. Herr Mahnemann, ist es aus Ihrer Sicht okay und legitim zu sagen, okay, wenn wir unsere Personalien offenlegen müssen, dann treten wir nicht in dieses Gespräch oder eben auch nur in dieses Gespräch treten zu wollen, wenn eben alle LNG-Projekte in Niedersachsen beendet werden? Also man kann in Gespräche hineingehen mit Konditionen, die gestellt werden. Natürlich ist sowas so etwas in Ordnung. Man muss sich dann immer fragen, ist das strategisch klug oder nicht so klug, das eine mit dem anderen zu verbinden. Aber es ist nun mal nachvollziehbar, dass gesagt wird, wir müssen das, so habe ich Sie verstanden, das große Ganze hier in Niedersachsen im Blick behalten und wir kommen nicht weiter, wenn wir jetzt den Südschnellweg nur hier aus einer sehr lokalen Perspektive betrachten und nicht sehen, es kommt ja auf die große Klimapolitik an, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt. Das scheint mir schon wichtig zu sein, das miteinander zu kombinieren. Aber die Gruppen müssen jetzt für sich selbst entscheiden, ob das jetzt ein Grund dafür ist, an Gesprächen nicht teilzunehmen. Aber werden Forderungen so nicht auch ein Stück weit diskreditiert, wenn die Politik sozusagen erpresst wird, drastisch gesagt? Ja, sie wird ja erstmal nicht erpresst. Darin drückt sich ja auch ein gewisses, wenn ich das, bitte korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch interpretiere, ein gewisses Misstrauen drückt sich ja darin auch aus. Und ich finde, das ist ja nicht eingebildet. Wir müssen uns daran erinnern, vor wenigen Wochen hat der jetzige Ministerpräsident gesagt, dass der Südschnellweg einfach durchgezogen wird. Mit einer gewissen Basta-Rhetorik hat er das dort konstatiert. Und jetzt ein paar Wochen später geht einer seiner Minister hin, seiner neuen Minister, Lies, und sagt, wir müssen noch mal darüber miteinander ins Gespräch kommen. Jetzt ist nicht klar, wie verhält sich denn sein Chef zu diesem Miteinander ins Gespräch kommen. Und macht der Chef nicht nachher von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch und sagt, lieber Lies, ist schön, dass wir jetzt so und so weit gekommen sind, aber ich habe mal gesagt, das Ganze wird durchgezogen. Ähnlich gehen ja beispielsweise auch die AktivistInnen der letzten Generation vor. Was halten Sie denn von den Protesten der letzten Generation? Denken Sie, das ist zielführend?
Ich glaube, dass die letzte Generation unglaublich viel Arbeit leistet. Das sind unglaublich engagierte Menschen, die jetzt gerade ihre ganze Energie da reinsetzen und sehr, sehr viel riskieren. So. Und sie schaffen es, einen Diskurs hochzubringen. So. Ich meine, es wird extrem viel drüber geredet, die Presse ist voll davon. Aber wird wirklich über das Klima an der Stelle geredet oder rückt das eigentliche Anliegen, wieso sie eben ihren Protest umsetzen, nicht eher in den Hintergrund und wir reden eigentlich auch in den Medien eher nur über die Proteste? Ich glaube, auch wenn das so scheint, auch wenn der Diskurs gerade viel um die letzte Generation und deren Protest und deren Maßnahmen geht, das Klima immer mitschwingen wird, dass das immer wieder deutlich machen wird, hey, das sind Leute, die riskieren gerade ihr Leben, dass das auch immer wieder aufgegriffen wird. Und ich glaube nicht, dass ziviler Ungehorsam, auch wenn der Diskurs irgendwie sich immer so komisch verschiebt, und auch da kann man kritisieren an der Diskurs, wie der Diskurs geführt wird und nicht wie die letzte Generation vorgeht, weil die stellen das gut hin, so. Vielleicht sollte man lieber gucken, wie unsere Gesellschaft Diskurse führt und nicht, wie die letzte Generation Protest führt. Wie weit würden Sie denn dann auch tatsächlich in der Leinemarsch gehen? Was passiert, wenn im Februar 2023 wirklich die ersten Bagger anrollen sollten? Im Februar 2023, ich glaube, die ersten Bagger rollen jetzt Anfang Dezember ein, tatsächlich. Und da ist auch ein bisschen die Frage, was passiert, wenn die Bäume fallen, was passiert bei der Räumung. Wir werden in den Bäumhäusern bleiben, wir werden die Bäumhäuser verteidigen, wir werden die Leinemarsch verteidigen, wir werden jeglichen Protest, der da passiert, mit dem solidarisieren wir uns auf jeden Fall. Aber vor allem das, was wir immer gesagt haben, ist, wir stellen uns mit unserem Körper gegen diese Maßnahme, aber wir werden nicht gewalttätig. Das heißt, Sie würden sogar eine Räumung durch die Polizei in Kauf nehmen und dann gegebenenfalls sogar ins Gefängnis gehen? Ja. Das ist was, worauf wir vorbereitet sind. Deswegen auch der Schutz vorher schon. Wir sind auf die Repression vorbereitet. Wir sind darauf vorbereitet, geräumt zu werden. Das wird keinen Spaß machen. Räumungen sind nie witzig. Räumungen nehmen extrem viel psychisch raus. Aber wenn es das ist, was nötig ist, wenn wir dazu gezwungen werden, dann machen wir das. Herr Mahnemann, ist das in Ihren Augen ein konstruktiver Weg des Protests, mit dem man was erreichen kann? Oder gibt es in Ihren Augen vielleicht auch konstruktivere Wege? Also konstruktivere Wege, demonstrieren, Gespräche suchen, aufzuklären, Kampagnen zu führen, das findet ja schon seit Jahren statt. Hat aber nicht dazu geführt, dass die Bundesregierung, die Landesregierung, die Kommunalpolitik die klimapolitisch nicht versprechen, sondern notwendigen Maßnahmen durchgeführt hat. Insofern ist es meines Erachtens verhältnismäßig, aus politikethischer Perspektive zu sagen, jetzt ist ziviler Ungehorsam das Gebot der Stunde. Und was will ziviler Ungehorsam bezwecken? Er möchte ja Menschen sensibilisieren. Wir müssen uns nochmal vorstellen, und Frau Seidler hat ja schon vorhin mal darauf hingewiesen, wir leben in einer Notsituation. Nicht ich jetzt, ich bin privilegierter Mann. Ich lebe nicht in einer Notsituation, aber um mich herum. 3,4 bis 3,6 Milliarden Menschen leben in Umständen, in denen sie hochgradig gefährdet sind. Das sind wissenschaftliche Erkenntnisse des Weltklimarates. Jeden Tag sterben bis zu 150 Tier- und Pflanzenarten aus. Wir wissen das, aber es ändert sich nichts. Und jetzt könnte ziviler Ungehorsam genau die Praxis sein, die wir brauchen, dass Menschen, die zivilen Ungehorsam betreiben, diejenigen sind, die uns durchschütteln und sagen, ey, werdet wach, seht das, erkennt das endlich, was ihr eigentlich doch glaubt zu wissen. Das heißt, ziviler Ungehorsam will uns sensibilisieren, er will uns politisieren, dass wir etwas tun, er will uns unterbrechen, dass wir darüber nachdenken, über uns nachdenken und auch stören. Und das ist natürlich das, was wir alle nicht gern, niemand von uns möchte in seinem Alltag gestört werden, aber wir wissen, wir kommen auch nur durch, indem wir ein bisschen stolpern. Wenn man uns in Stolpern bringt, kommen wir aus diesem weiter so ein Stück weit raus und werden in die Situation hineingebracht, genötigt, über uns radikaler
nachzudenken. Von daher finde ich diese Form des zivilen Ungehorsams notwendig. Herr Mahnemann, Frau Seidler, wir haben leider das Ende unserer Zeit schon wieder erreicht. Ich würde gerne noch weiter mit Ihnen darüber sprechen, aber heute schaffen wir das leider nicht mehr. Ich möchte mich trotzdem ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben und hier waren. Danke. Das war's mit der heutigen Ausgabe von 0511. Wir sind morgen wieder mit einer regulären Ausgabe für Sie da. Machen Sie es gut.